Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag. Unsere Themen: die lange Nacht der Museen, Zero Project, BürgermeisterInnenkonferenz und der Tierschutzpreis des Landes wird vergeben. Sie fand am 1. Oktober zum 22. Mal statt und war auch heuer ein voller Erfolg. Die ORF Lange Nacht der Museen. Feierlich eröffnet wurde die Veranstaltung in Anwesenheit von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig. Im Klagenfurter Koschat-Museum erhielt der Landeshauptmann vom Männerchor Koschat-Bund die goldene Ehrennadel verliehen. Unter dem Titel »Mit Vielfalt punkten« fand kürzlich im Spiegelsaal der Landesregierung der 5. Zero-Project-Unternehmensdialog statt. Sozialreferentin Beate Brettner und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnigg appellierten an Unternehmen, Menschen mit Behinderung einzustellen und so in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Kärntens Gemeinden fit für die Zukunft machen. Diesen Anspruch präsentierte Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner kürzlich im Rahmen der BürgermeisterInnenkonferenz in Velden. Neben der Präsentation von Zahlen und Fakten zog Fellner Bilanz über die vergangenen 4 Jahre. Mit dabei waren auch Landeshauptmann Peter Kaiser sowie die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnigg. Anlässlich des Welttierschutztages wird Tierschutzreferentin Beate Brettner morgen zum 3. Mal den Landestierschutzpreis vergeben. Wer die GewinnerInnen sind, erfahren Sie am Mittwoch in unserem Filmbeitrag unter www.kärnten.tv. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen und würde mich freuen, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.